Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute wollen wir mit Dateien arbeiten und zumindest eine kleine Intro in Dateien. Es gibt viel zu Dateien zu erzählen, das werden wir alles noch in den nächsten paar Videos machen. Heute wollen wir einfach ganz normal eine neue Datei kreieren. So, was ihr dazu macht, ist normalerweise irgendwie File zu importen oder irgendwie F oder File kleingeschrieben oder sowas. Aber normalerweise ist es File und dann habt ihr die Möglichkeit, eine Datei zu öffnen, die an einem bestimmten Platz liegt. Und in unserem Fall werden wir jetzt hier einfach mal eine File, F ist gleich New File. Ups. So, und hier kommt der Pfad rein, das heißt, wo die Datei tatsächlich liegt, dazu werden wir uns noch später damit beschäftigen. Wir gehen jetzt also einfach mal aus davon, dass die genau dort liegt, wo euer Programm auch liegt, an genau demselben Ort, das heißt im selben Verzeichnis, also im selben Ordner. So, also zum Beispiel meine Datei. So, Achtung, wenn ihr jetzt bei Windows zum Beispiel die Dateiendung ausgeblendet habt, dann wird hinter diesem meine Datei in den allermeisten Fällen noch irgendwas hängen. Das nennt sich Dateiendung. .txt zum Beispiel für eine normale Textdatei. .doc für ein Windows-Dokument, also ein Microsoft Word-Dokument oder .docx oder sowas. Oder zum Beispiel auch .exe für eine ausführbare Datei, .html für eine HTML, also Webseitendatei. All diese Dateiendungen, die müsst ihr anzeigen, sonst wisst ihr nicht, mit was ihr es hier zu tun habt, außer natürlich, ihr habt die Datei hier selber erstellt. Also wir gehen einfach mal davon aus, dass das Ding .txt heißt. Euch jede Dateiendung vorzubeten, würde jetzt keinen Sinn machen. Es gibt so viele Dateitypen, im Prinzip kann sich auch jeder einfach eine eigene Endung schreiben. Macht auch eigentlich jeder. Man schreibt sich einfach seine eigenen Endungen und ist damit glücklich und keiner weiß, was er sonst damit machen soll. Aber wenn er sie öffnet, sind es normalerweise alles Textdateien oder irgendwelche Archive. Ja, und was wir jetzt hier machen ist, wir öffnen sozusagen eine Datei. Jetzt müssen wir hinten dran noch angeben, wie wir sie öffnen wollen. Also zum Beispiel, ob wir sie lesen wollen oder ob wir sie schreiben wollen. Dazu gibt es dann im nächsten Video mehr. Es gibt nämlich noch mehr hier als einfach nur Read. Und was wir jetzt hier machen können, ist, wir können einfach über diese komplette Datei drüber gehen und alles einmal lesen. Zum Beispiel. Das heißt, wir würden hier jetzt sowas machen wie f.readLines zum Beispiel. Und das würde uns ein String-Array geben aus den einzelnen Zeilen. Das wäre so der Standard, wenn wir jetzt diese Datei öffnen. Das heißt, wir lesen hier einfach alles aus, was in dieser Datei ist. Und Achtung, das lagert sich dann alles bei euch im Arbeitsspeicher ab. Der Arbeitsspeicher ist aber begrenzt. Der ist nicht so groß wie die Festplatte. Das heißt, wenn diese Datei hier irgendwie 100 GB hat und ja, solche Dateien gibt es und ja, ich hatte schon mal Probleme damit. Wenn diese Datei hier zu groß ist, dann möchte sie sich komplett in euren Arbeitsspeicher reinschreiben und der ist nur, sagen wir mal, 16, vielleicht auch 32 oder 64 GB groß, aber vermutlich nicht so groß wie eure Festplatte. Das heißt, irgendwann ist der halt mal voll und dann hat man Probleme damit und euer Programm könnte abstürzen oder wird einfach nur unglaublich langsam. Aber jetzt machen wir erstmal hiermit weiter. Was jetzt hier passiert ist, wir lesen sozusagen eine Zeile. Und jetzt können wir über dieses Array natürlich einfach drüber gehen. Das heißt, wir schreiben uns irgendwie, ich mache jetzt mal ein for i, also for string i in Zeilen. Das ist ein for each. Ups, das war die Python-Schreibweise, sorry. Und was wir jetzt hier haben, ist, wir können jede einzelne Zeile behandeln. Das heißt, in dieser Vorschleife gehen wir einmal durch alle Zeilen durch. Also i. keine Ahnung, irgendwas. Oder wir machen einfach nur print i. So. Und was wir jetzt hier haben ist, wir können jedes einzelne i ausgeben, das heißt, wir geben einfach den kompletten Inhalt der Datei aus. Das ist in etwa das, was die Anwendung für Linux cut macht. Sie gibt einfach genau das aus, was drin steht. Das heißt, jede einzelne Zeile wird für sich ausgegeben. Hier können natürlich jetzt auch irgendwelche Sonderzeichen drinstehen, also backslash n für neue Zeile, beziehungsweise backslash r backslash n für Windows, glaube ich. Was war denn das? Cool. Okay, wieder neue Features entdeckt. Das ist natürlich echt geil hier. Aber okay, ich schweife ab. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Tabs anzuzeigen. Das sind Tabulatoren dann. Oder Whitespaces generell sind einfach nur Whitespace. Also Leertaste tatsächlich ist einfach nur als Leertaste angezeigt. Das ist im Prinzip eine ganz normale Textdatei. So. Und jetzt haben wir hier im Endeffekt nichts weiter als jede Zeile ausgegeben. Ihr könnt natürlich damit machen, was ihr wollt hier.
Aber wie gesagt, manchmal reicht uns das nicht aus. Und deswegen brauchen wir irgendwelche Funktionen, um Dateien zu lesen, die zu groß sind. Ach so, eine Anmerkung noch. Wenn diese Datei nicht existiert und ihr öffnet sie im Schreibmodus, das wäre W, zu dem Modi, wie gesagt, nächstes Video mehr, dann wird diese Datei auch automatisch erstellt. Wenn ihr sie aber im Read-Modus öffnet und diese Datei existiert nicht, dann wird es wahrscheinlich einen Fehler geben, weil diese Datei einfach nicht existiert. Aber wie gesagt, zu den Modi nächstes Mal noch ein bisschen mehr. So, am Ende, wenn man fertig ist mit diesen Dateien, bevor wir jetzt zu diesem Buffered Reading gehen, am Ende von diesen Dateien wollt ihr normalerweise auch immer die Datei schließen. Warum sollte man das tun? Naja, wenn man fertig ist mit der Datei, dann möchte man das Lock, das man da drauf hat, also die Sperre, dass niemand anders zum Beispiel reinschreiben darf, weil wir gerade am Schreiben sind, wenn wir mit W was machen. Lesen können mehrere Leute, das ist kein Problem, aber wenn wir am Schreiben sind, dann können nur wir schreiben, sprich diese Datei wird einfach blockiert für alle anderen, die da reinschreiben wollen. Und wenn wir fertig sind, wollen wir natürlich dieses Lock, also diese Sperre, wieder entfernen. Deswegen f.close schließt mir die Datei normalerweise und jeder andere kann wieder drauf zugreifen. Okay, so, was ich jetzt hier also machen kann, ist, ich kann hier Bytes lesen, beziehungsweise Teile von meiner Datei. Und das kann ich jetzt machen, indem ich hier angebe, wie viel ich lesen möchte. Das heißt, ich gebe an, wie viele Buchstaben ich zum Beispiel lesen möchte. Zum Beispiel 1024. Das heißt, ich bekomme hier, Achtung, kein String Array mehr, sondern tatsächlich jetzt nur noch einen normalen String. So, wieso ist es jetzt plötzlich nur noch ein normaler String? Was passiert mit neue Zeile? Naja, wenn ich f.readLines mache, dann wird automatisch alles gelesen. Das heißt, ich habe hier keine 1024, sondern ich habe einfach alles gelesen. Und das wird dann automatisch, also wenn ich jetzt alles lesen würde, zum Beispiel sagen wir einfach mal, ganz, ganz viel hier lesen, naja gut, dann würde ich hier trotzdem einen String rauskommen. Und wenn ich einen String rausbekomme, der aber immer noch Backslash N enthält, dann kann ich trotzdem noch hergehen und sagen, ich baue mir ein String Array daraus. Zeilen, das hier wäre die Zeile oder alles eigentlich. Ich nenne es jetzt einfach mal Inhalt. Und diese Zeilen, die kann ich mir jetzt wieder bauen aus Inhalt.split. Split ist auch so eine richtig coole Methode. Mit der kann ich einfach meinen Inhalt, also alles, was da drin steht, aufteilen in ein Array anhand einer Stelle, die ich jetzt hier zum Beispiel angebe. Zum Beispiel an neue Zeile oder zum Beispiel an Leerzeichen, kann ich auch machen. Oder zum Beispiel an einem Komma, das wäre sinnvoll für die Comma-Separated Values, CSV ist die Endung dafür. Aber oftmals wird hier einfach Backslash N benutzt. Warum Backslash N? Naja, das gibt mir eine neue Zeile an. Das heißt, jedes Mal, wenn mein Programm eine neue Zeile hat, wird hier tatsächlich ein neues Element in meinem Array angefangen. Das heißt, aus Hallo, Enter, Welt, wird hier oben ist das einfach dann geschrieben als, also in Inhalt würde drinstehen Hallo, Backslash N, Welt. Was so viel bedeutet wie Hallo, neue Zeile, Welt. Das ist im Endeffekt das, was in der Datei drin steht. Und dieses Inhalt.split entfernt dieses Zeichen jetzt und macht daraus zwei Werte in einem Array. Also so zum Beispiel. Und dadurch habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit, hier wieder ein String Array zu bauen. Aber das geht natürlich auch leichter, indem ich ReadLines benutze. Aber das hat einfach auch nicht jede Sprache. Okay, jetzt kann ich natürlich auch hergehen und Sachen machen wie, wenn es ein Komma ist, dann trennen, das heißt, ich würde hier einfach ein Komma angeben. Das heißt, aus Hallo, Komma, Welt würde ein Array werden aus Hallo und Welt. Achtung, ich habe hier die Anführungszeichen weggelassen, also theoretisch müsste es so aussehen dann. Und hier müsste theoretisch auch sowas drumherum stehen, aber naja gut. Das hier ist der Inhalt von der Datei und das hier ist einfach ein Array. Okay, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, nicht alles lesen möchte, dann kann ich ja auch einfach hergehen und sagen, ich möchte nur 1024 Bytes lesen und dann möchte ich zum Beispiel den hinteren Teil, also ich teile hier wieder an Backslash N auf und dann schmeiße ich einfach das letzte Element in meinen Zeilen weg, denn das könnte ja angefangen sein. Also sagen wir mal, ich habe Hallo, Backslash N, Welt, Backslash N und so weiter und so fort. Ich mache jetzt hier einfach mal noch Hallo nochmal rein. So, und wenn ich jetzt hier einen Teil lese, sprich ich lese diesen Teil hier in meinen Zeilen-Array, das heißt, es ist vielleicht einfach zu viel, LLO fällt raus, dann mache ich folgendes, ich splitte hier an Backslash N, also habe ich wieder, Achtung, ich lasse die Anführungsstriche wieder weg, dann habe ich hier das hier,
als neues Array. So, und jetzt sehen wir hier Hallo und Welt ist richtig angekommen, aber das letzte Element wurde aufgeteilt und ich habe keine vollständige Zeile mehr. Was ich also mache ist, ich lösche einfach das letzte Element und speichere es mir vielleicht in einer anderen Variable zwischen. Das heißt, ich habe noch eine zweite Buffer-Variable. Buffer ist gleich, okay, es ist ein String. String Buffer ist gleich HA, hatten wir gesagt, weil wir ja hier den Teil gelesen hatten. Ich schreibe es gerade mal nochmal so hin. Und das heißt, ich habe jetzt hier ein HA als Buffer. Und wenn ich jetzt den nächsten Schritt mache, ich mache das ja dann auch wieder iterativ, das heißt, in jedem Schritt lese ich 1024 Byte. Im nächsten Schritt würde ich dann wieder, wenn der String jetzt hier noch weitergeht, so, würde ich ja dann wieder hier bei LLO anfangen zu lesen. Das heißt, ich würde den Teil hier lesen. Und was ich dann natürlich mache, ist, ich bastel einfach meinen Buffer HA wieder vor meinen Inhalt dran. So. Und dann kann ich hier wieder hergehen und sagen, ich möchte an Backslash N bitte aufsplitten. Ups, das war jetzt zu viel. So. Und so. Und so. Und plötzlich habe ich ein gebuffertes also die Möglichkeit, gebuffert zu lesen. Wenn ich komplett durch bin, brauche ich das natürlich nicht mehr machen, das letzte Element zu löschen. Ja, und so kann ich sozusagen damit arbeiten, wenn die Datei einfach viel zu groß für mich ist, also wenn sie einfach nicht in meinen Arbeitsspeicher reinpasst. Das passiert öfters, als man denken würde. Da muss man dann halt wirklich solche Tricks anwenden und mit diesem Split arbeiten, mit Buffern arbeiten. Das ist auch im Endeffekt das, was ein Buffered Reader für euch tut. Der löscht dann einfach wieder Sachen, falls die irgendwie zu groß für den Arbeitsspeicher sind. Ja, lässt sich aber auch super, wie gesagt, selbst schreiben. Okay, das war's sozusagen als kleine Einleitung zu Dateien. Wir haben jetzt schon fortgeschritten das Thema behandelt, wie man mit zu großen Dateien umgeht. Nächstes Mal geht's spezifisch um diese Dateitypen hier, das heißt, wie kann ich die aufmachen, und danach wollen wir trotzdem noch viel, viel mehr machen mit Dateien. Keine Sorge, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!